Hallo liebe Leser des Linux-Magazins, hier ist wieder Michael Schille mit dem neuesten Börsen-Snapshot. In der Dezember-Ausgabe 2015 habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, weil ich habe hier so einen kleinen Labeldrucker gekauft und ich wollte mal zeigen, wie der funktioniert. Und da habe ich gedacht, da mache ich gleich ein Video mit raus. Der Snapshot dieses Mal sieht so aus, er heißt Ordnungshalber und da widmen wir uns, wie gesagt, diesem Labeldrucker, wie man so einen kleinen Labeldrucker wie diesen hier, der immer diese Etiketten verschwendet und auf dessen Tastatur man nicht so gut tippen kann, ersetzt durch einen, der eben sehr gut sich bedienen lässt, weil ich hier nämlich das auf der Kommandozeile machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hallo Linux-Magazin und jetzt halte ich den mal ins Bild, damit man sieht, was da passiert, wenn ich den abschicke. Da fängt er zu drucken an und dann kommt hier so ein Etikett raus und ich weiß nicht, ob man das lesen kann, da steht hier tatsächlich Hallo Linux Magazin drauf und es ist ein ganz normales Etikett, also man kann es hier so abziehen und irgendwo hinpappen. Wie funktioniert nun diese neue Command Line Utility, die ich da vorgestellt habe? Und zwar macht das Skript hier nichts anderes, als dass es ein PDF-Dokument erzeugt und das runter an den Drucker schickt, denn dieser Drucker ist sehr gut mit Linux integriert. Da kann ich jetzt, indem ich bei Ubuntu auf Printers gehe, da sehen, dass dieser USB-Drucker einfach hier erkannt wird. Das ist ein anderer Drucker hier, den ich auch noch habe. Der gesellt sich da hier einfach dazu. Und hier kann man sehen, was die Einstellungen dazu sind. Hier kann man sogar noch verschiedene Labelgrößen einstellen. Ist aber nicht so wichtig, weil wir das nachher beim Aufruf von dieser Druckerfunktion LPR explizit machen können. Das Skript selber nimmt, wie gesagt, nur dieses PDF Create Modul her vom CPAN ist das. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, diese ganzen Funktionen zu implementieren, die ein PDF-Dokument erzeugen. Und ich werde nachher nur diese String Center-Funktion nehmen, um einen String innerhalb eines PDF-Dokuments in der Mitte zentriert zu positionieren. Eine Sache muss man noch beachten, die hängt mit den deutschen Umlauten zusammen. Wenn ich hier von der Kommandozeile einen Umlaut reinbringe, dann muss ich da Perl Bescheid sagen, weil es normalerweise nicht damit rechnet, dass das passiert. Ich mache jetzt hier mal diesen Druckbefehl raus, damit ich nicht jetzt nochmal ein Label rausjage. Und ich gebe jetzt von der Kommandozeile mal ein Wort ein, das einen Umlaut enthält. Und ich mache jetzt diese UTF-8-ON-Funktion, die praktisch Perl mitteilt, dass es ein UTF-8-String ist. Die schalte ich jetzt ab und dann schauen wir mal, was da passiert. Das muss ich jetzt die Tastatur schon umschalten. Und zwar schreibe ich jetzt da Bären stark und schauen wir mal, was da in diesem Label PDF, dieser PDF-Datei, die da erzeugt wird, dabei rausschaut. Und zwar wird dieser Umlaut hier doppelt kodiert. Also da wird UTF-8 draus gemacht, obwohl es schon UTF-8 ist und es gibt diesen komischen Buchstaben A mit dem Kringel oben drauf. Wenn ich jetzt allerdings dieses UTF-8 anstelle, dann macht Perl das Richtige und da wird ein Schuh draus. Rufen wir das jetzt nochmal auf mit diesem Bärenstark und dann schauen wir uns das Label nochmal an. Und da kann man sehen, dass dieser Umlaut jetzt hier einwandfrei kodiert ist, ein richtiges Ä. Viel mehr als dieses PDF-Dokument zu erzeugen, macht dieses Skript übrigens nicht. Wer sich das Skript übrigens runterladen möchte, der kann das gerne tun. Das Linux-Magazin hat es auf seinem FTP-Server. Hier ist der Link. Und was das Skript sonst noch macht, ist, dass das hier die Länge und die Breite von diesem Label angibt, von diesem Etikett. Und das muss man umrechnen in sogenannte Points, also auf diesem Karton, wo das Label drin war. Da war drauf gestanden 51
Millimeter ist es breit, da kann ich hier so Points Conversion Millimeter. Da sagt mir der Google, wenn ich jetzt 51 Millimeter habe, dann sind es 144 Points. Und genau das habe ich hier eingetragen. Und umgekehrt war die Breite von dem Etikett 19 mm und das habe ich umgerechnet in 54 Points. Dann habe ich mir mal ausgerechnet, wie so ein Wort auf dieses Label passt und das war in einem 20er Font und hat dann genau das Label ausgefüllt und wenn ich jetzt mehr Buchstaben habe, dann mache ich den Font einfach kleiner und da habe ich mir so eine kleine Umrechnungsformel hier geschaffen. Noch ein bisschen das adaptiert und schließlich rufe ich hier einfach diese New Page Funktion von diesem PDF-Modul auf und sage, ich möchte diesen Font, der vom Typ Helvetica ist, die Codierung und Typ 1 Free Type und dann sage ich einfach, ich möchte hier diesen String mitten in das Dokument reinsetzen, was ich hier mit der Breite 1,5 und 10 Punkten Korrektur auch gleich mache. Dann schließe ich dieses Dokument, dann ist es vorhanden und dieses System Kommando da unten ruft einfach die Funktion LPR auf, was die Druckfunktion unter Linux ist und sagt, der Drucker, auf den es raus geschrieben werden soll, ist der LabelWriter 450 Turbo. Das hat man vorher gesehen, wo ich diesen Druckerdialog hatte. Dann sage ich noch, ich möchte die Seitengröße auswählen. Da gibt der Drucker ein paar vor. Und die hier, die passt so ungefähr. Dann sage ich noch, mein PDF-Dokument, was ich hier oben generiert habe, ist das. Und schon schreibt dieses Skript hat es auf den Drucker hinaus. Als weitere Applikation im Heft habe ich hier mal ein anderes Skript vorgestellt, das keinen Text erzeugt, sondern diese QR-Codes. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, auf so Werbetafeln kann man dann mit dem Smartphone diese Codes einscannen, so ähnlich wie ein Barcode, und dann interpretiert das Telefon das als Text. Jetzt gibt es auch hier ein CPAN-Modul für diesen Zweck und das habe ich mir einfach geholt und da ruft man einfach diese Funktion QR-PNG auf, was eine PNG-Datei erzeugt. Leider kann es dieses PDF-Modul aber keine PNG-Datei verarbeiten, sodass ich hier auch noch das Modul Graphics Magic reingeholt habe und das wandelt diese PNG-Datei in eine JPEG-Datei um, die wiederum dieses PDF-Modul verarbeiten kann und ebenfalls hier wieder eine Datei namens label.pdf rausschreibt. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Da sage ich jetzt mal Leser des Linux-Magazins sind super schlau. Das dürfte vielleicht gerade noch mal in diesen QR-Code reingehen. Jetzt tun wir das mal kurz anschauen, ob das auch tatsächlich was geworden ist. Und da kann man sehen, da hat er so einen QR-Code erzeugt. Jetzt werden wir mal dieses ganze Ding auf den Drucker raushauen mit dieser LPR-Funktion, die dann diesen Label-Drucker auswählt und eben dann das Ganze druckt. Jetzt kann ich das nochmal schnell demonstrieren. Ich muss hier nur ganz schnell umschalten zwischen diesem Fenster und das machen wir ein bisschen kleiner, damit man das gleichzeitig sehen kann, und dem Drucker, den ich hier hochhalte, damit man sieht, wie dieses Ding da rausgeschnallt kommt. Und da kann man das tatsächlich hier sehen, dass das ein QR-Code ist. Und da kann ich jetzt sogar mit meinem Telefon da
diesen Code scannen. Da habe ich hier so eine kleine Applikation runtergeladen, die hat nichts gekostet. Die heißt QR-Scan und hier schauen wir mal, ob das das Ding erkennt, wenn ich das da so direkt hinhalte. Da hat es erkannt. Leser des Linux-Magazins sind super schlau. Eigentlich klar, wissen wir ja alle. Und das war schon wieder für dieses Mal im Personal Project. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und mit dem Video, das ist eine neue Idee. Wenn ihr euch das gefällt, dann sagt Bescheid. Das war schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Schilly. Tschüss.